Nochmal ein Video zu diesem Spy-Balloon. In meinem vorigen Video wurde mir vorgeworfen, ich würde mal wieder Panik verbreiten und aus einer Maus einen Elefanten machen. Dabei seid ihr es, die es einfach nicht versteht, wie dieses Propagandaschauspiel funktioniert. Ich kläre euch gerne mal auf. Man braucht immer ein Ereignis, um eine Sache, die im Hintergrund schon längst beschlossen ist, der Bevölkerung zu verklickern, damit die dann das gute Gefühl haben, oh ja, diese Konsequenzen waren jetzt nötig, denn hätte man es nicht gemacht, wäre es noch viel schlimmer geworden. Und um was geht es hier eigentlich? Tja, die Bevölkerung soll auf einen Krieg zwischen den USA und China eingestellt werden. Und wenn es nicht Krieg ist, dann eben einen größeren Konflikt. Es geht um nichts anderes, Leute. Aber holen wir erstmal die Leute ab, die gar keine Ahnung haben, um was es geht, also die nicht wissen, was dieser Spy-Balloon ist. Schaut euch einfach mal dieses Video an. So sieht er aus, der chinesische Spionageballon. Er schwebt aktuell in 18 Kilometern Höhe über dem US-Bundesstaat Montana und soll so groß sein wie 3 Linienbusse. Dem US-Verteidigungsministerium zufolge versucht der Ballon, Informationen zu sammeln. Die USA reagieren. Außenminister Antony Blinken sagt seine anstehende Reise nach Peking ab. Bei meinem Telefonat mit Direktor Wang Yi habe ich deutlich gemacht, dass die Anwesenheit dieses Überwachungsballons im US-Luftraum eine klare Verletzung der Souveränität der USA und des Völkerrechts darstellt. Es handelt sich um einen unverantwortlichen Akt. Die Entscheidung Chinas, diesen Schritt am Vorabend meines geplanten Besuchs zu ergreifen, wirkt sich nachteilig auf die Gespräche aus, die wir führen wollen. Das ist die Ist-Situation, meine Freunde. Solche Aussagen und Videos sieht der Tagesschau Michel Sternchen in und der stellt sich dann die Frage, warum der böse Chinese jetzt die Amerikaner mit einem Spionageballon ausspäht. Ich stelle mir eher die Frage, warum die Chinesen einen nicht steuerbaren Ballon einsetzen sollten, um die Amerikaner auszuspähen, anstatt eines Satelliten zum Beispiel. Und vor allem, denkt ihr doch wohl selber nicht, dass Spionage zwischen Amerikanern und Chinesen nicht schon längst gang und gäbe ist? Und zwar seit gefühlt immer. Diese Ballons, die sind übrigens nicht nur in den USA aufgetaucht, auch in Japan und Venezuela. Und dieser Spionageballon oder vielleicht Wetterballon, der ist schon seit Tagen im Luftraum über Montana ersichtlich und erst jetzt wird er abgeschossen? Warum? Um das ganze medial noch ein bisschen aufzukochen, dass es jeder mitbekommt? Könnte das der Fall sein? Was ich mit diesem Video sagen will, nicht dieser Spionageballon ist jetzt die Gefahr. Die Gefahr ist, dass man aus dem Spionageballon eine größere Sache macht. Und genau darauf wollte ich hinweisen. Nur darum geht's, meine Freunde. Haut rein.